Ich war Simon Jarrett. Inhaber vom Grimoire, nee, nicht dem Zauberbuch, sondern einem kleinen gemütlichen Buchladen. Mein Leben verlief, naja, recht ruhig und in geregelten Bahnen bis zu dem Tag, an dem ich an dem ich die Liebe meines Lebens fragen wollte, wie es mit uns beiden aussieht. An diesem Tag verlor ich sie durch einen Autounfall und hatte danach, Gehirnprobleme. Nach einem Gehirnscan in Toronto, Kanada, wachte ich auf und war dies. Ein Taucheranzug vollgestopft mit Elektronik. Und damit herzlich willkommen zu Alter Sack Zockt Soma! Ja, unser Protagonist Simon Jarrett hat wohl mächtig die Kacke am Dampfen. Und ihr müsst entschuldigen, ihr Lieben, ich hatte ein bisschen Aufnahmepause und konnte mir so ein bisschen Gedanken machen über diesen ganzen Kram, der hier so abläuft. Und hab ja auch schwer diese Catherine in Verdacht, dass da irgendwas im Argen ist, dass die junge Dame irgendwie... Naja, ich weiß nicht. Beim Durchsuchen dieser Räume sind wir ja auch in ihren Raum gekommen. Und dahin möchte ich jetzt nochmal zurück. Catherine Chun. Oder Chun. Denn, das ist mir erst gar nicht so richtig bewusst geworden, sie hat hier so ein komisches Ding. Ja, eine Skulptur in ihrer Schublade gehabt. Die ja eindeutig das zeigt, was hier im Moment am Bach ist. Ja, ja, halt die Klappe. Dann haben wir auf ihrem persönlichen Datenpad Einträge gefunden. Moment. Ein kleines Hüsterchen. So. Imogen Reed, bla bla bla, heute Maschine getestet, weil... Präsentation schockierte Reed und wurde schnell gelöscht. Sie hat also mit vielen Gehirnscans gearbeitet. Szene aus für eine Reed-Simulation nachzustellen, bis auf einen Punkt tatsächlich äußerst ähnlich. Reed. Ich weiß immer noch nicht, wer Reed ist. Das ist höchstwahrscheinlich eine Sie. Die Reed im Vari-Raum war eine perfekte Kopie. Ich hab's. Ich kann die Menschheit retten. Ich kann eine Kapsel, bla 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 bla. Pathos 2, Hilfe, Wort, bla bla. Pilotensitz, Aufzeichnung der Scans. Bla 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 bla. Angeblich hat die Vau die Gehirnscans dazu benutzt, um ja, die Maschinen mit Intelligenz voll zu pumpen und deswegen sind die Maschinen natürlich nachher irgendwann durchgedreht. Denn ein menschliches Gehirn in der Maschine hat Probleme, diese Realität anzunehmen. Hier ist das nochmal mit dem, dass ich jemand nach dem Scan umgebracht habe, damit man auf jeden Fall auf die Arche kommt, denn im Endeffekt hat keiner irgendwelche Erinnerungen an das, was vor dem, nach dem Scan war. Wir haben alle nur Erinnerungen, klar, bis zum Scan und danach, sind sie ja dann eigentlich nichts anderes als ein virtuelles Gehirn. Ich habe es jetzt überflogen, konnte aber die Stelle nicht nochmal finden, weil sie sprach von mehreren Gehirnscans, mit denen sie experimentiert hat. Wir haben auf unserem Weg ja auch schon zwei oder drei Taucheranzüge gefüllt mit Inhalt entdeckt. Und waren das die Versuche von Catherine? Waren das die Versuche von Catherine mit anderen Gehirnscans, die sie irgendwoher geklaut hatte? Und nicht die Vau, sondern sie selber. Aus dieser misslichen Lage herauszukommen und doch noch ihre Arche zu starten? Hat sie mehrere Scans gehabt? Oder hat sie uns in einer weiteren Version...
gut, dass wir mittlerweile eine Taschenlampe haben. Und diese Fragen wollte ich eigentlich beantwortet haben, aber wie gesagt, gerade eben, naja, konnte ich da jetzt auch nichts mit dem Datenpad finden. Gut, schauen wir doch mal. Mhm. Verbindung zwischen dieser, ja, neuen Lebensform. Okay. Das frage ich mich ja auch schon die ganze Zeit, was dieser Pinukel damit uns anstellt. Dieser Fühl-mich-Pinukel. Und hier scheint jemand, mehr oder weniger, auch auf dieser Spur gewesen zu sein. Und da ist natürlich dann wieder die Frage, waren wir schon hier? Können das natürlich nicht mehr wissen. UHS? Oh, das ist wow. Das ist ein Wow-Signal, ne? Ich bin mir echt nicht sicher. Oh, eine Mütze. Ich brauche auch demnächst mal eine neue. Wird ja jetzt wieder richtig kalt. Da kann man so ein Ding auf der Birne gut gebrauchen. Was steht da? Was sind das für Daten? Warum ist das eingekreist? Warum erhalte ich hier keinerlei Einblendung, Informationen oder sonst irgendwas? Mhm. 7. März, 21.02, Mark Sarang. Geheimdienstanalyst. Aha. Herr Sarang, die Firma freut sich, vom Erfolg ihrer Bemühungen zu hören, die Präsenz der WAU auf die gesamte Station auszuweiten. Wir vertrauen darauf, dass Sie die Einzigartigkeit dieser Gelegenheit zu schätzen wissen und dass Sie alles in Ihrer Macht Stehende tun werden, um dieses Mysterium vollständig zu erforschen und zu verstehen. Dazu müssen Sie dafür sorgen, dass Dr. Joan Ross die WAU von Alpha aus ohne Störungen von außen steuern und studieren kann. Im Notfall können Sie sich zur gewalttätigen Eliminierung jeglicher Opposition denken. Direkt an. Achso, zur Eliminierung von allen möglichen Gegnern wenden Sie sich bitte direkt bei Julia, bei Omicron. Ich sage immer Omicron wegen dem Game. Entschuldigt. Bitte versuchen Sie aber, extreme Aktionen zu vermeiden. Die WAU ist eine wichtige sowie teure Angelegenheit, weshalb wir auf eine stetige Entwicklung ohne Rückschläge hoffen. Der Aufsichtsrat. 1 von 2. Warum 1 von 2? Ah, 2. Der Aufsichtsrat. Ja, super! Die zweite Seite ist die Unterschrift, die schon da unten steht. Die Natur der Identität. Und da sind wir wieder bei Philip K. Dick. Fragen über das Selbst. Wer sind Sie? Was bedeutet es, ein Mensch zu sein? Werden Sie von Ihrem Körper oder Ihrer Umgebung definiert oder beschränkt? Beiden Ansätzen kann man sich nur äußerst schwer nähern, ohne dass die eigenen Antworten von pragmatischen oder spirituell veranlagten Menschen entkräftet bzw. verklärt werden. In diesem Weg führt sie Pavlina Martinu, Philosophieprofessorin in der Karls-Universität Prag, durch die Geschichte großer Denker und was sie über die Identität zu sagen haben. Ich habe heute wieder einmal Wortfindungsprobleme und Matsch im Kopf. Ich bin wirklich der Meinung, dass das natürlich, also diese Anzüge, denen wir schon begegnet sind, die ja genauso aussehen wie wir, hatten halt nur alle keinen Kopf mehr. Wobei man sich natürlich fragt, warum hatten die alle keinen Kopf mehr? Ein Stressball. Und da wir Stress haben, stressen wir ihn mal ein wenig. Oh, warte mal! Warte mal! Hier ist doch sogar Licht. Ah, da brauchen wir die Taschenlampe nicht. Haben wir Licht, brauchen wir die Taschenlampe nicht. Oh. Ja, er funktioniert. Nein, nicht so ganz. Ich war hier drüben stehen geblieben. Entschuldigung. Hä?
gut, die WOW ist ja wohl anscheinend die zentrale Kontrolleinheit dieser Station, die sich ja hier ausbreitet. Diese komischen Dinge sind ja anscheinend die WOW. Oh ja, ich brauche auch mal wieder ein Blöckchen. Meinen Block habe ich hier. Did you know that the human body consists of up to 75 trillion individual cells? They typically don't stay with us till we die. Some live a few days, while others live a few years. We're not affected by their short lifespans, as they're replaced by new cells which help sustain our bodies. I don't think anyone would argue that we ever lose our persona due to this process. Yet we are clearly in a constant state of transformation. Then how do we remain the same? A continuous flow of thought and perception keeps an unbroken chain of continuity that we know as our self. Our conscious mind is not the pattern of our brain, but a continuous emergent entity based on that pattern. When Dr. Chun populates the Ark, she is capturing a moment of our existence and placing it inside the digital world. Soon you and your digital you will grow apart due to diverging experiences, but for a tiny window, you are the very same. With unbroken continuity, it will live on. A fulfilling life, no doubt, no less real than the one from which it was plucked. Now remember, you are not your body. You are the emergent entity. That entity just happens to occupy two places at once for a while. If you took away your body, you would simply be the only one you can be. The you inside the Ark. Let your body die and continue on in the digital paradise among the stars. Okay. Okay. Bis zum Angebot des Selbstmords, damit man ja nicht doppelt existiert, spricht er ja die Wahrheit. Sagt er all das, was ich auch erzählen würde. Liebe Freunde, wenn ihr das hier lest, werde ich die Arche betreten haben. Wie ich schon erläutert habe, erreicht man das, indem man nach abgeschlossenem Scannen aus dem Leben scheidet. Um Catherine nicht zu verängstigen, werde ich im Geheimen ein Kaugummi mit Cyanidsalz versehen und ihn mir in den Mund stecken, bevor ich zu ihr gehe. Wenn sie den Abschluss des Scans verkündet, werde ich zubeißen und mein Leben so schnell beenden. Wenn ihr die Wahrheit über meinen Tod erfahrt, dann gibt es nichts zu betrauern, denn ich habe den Sieg davongetragen. Ich rate euch allen, es mir gleich zu tun, euch zu mir auf die Arche zu gesellen. Mit freundlichen Grüßen, Mark Sarang. Ja, du Idiot. Du Idiot. Ich hätte nie gedacht, dass sich ein Spiel wirklich mit Realität, Kontinuität unserer Wahrnehmung und sich daraus resultierender Persönlichkeit so gut auseinandersetzen und beschäftigen würde wie dieses Game. Ich bin wirklich begeistert, Martin Fischer. Und hier ist hier wieder Brain Ticket. Hier ist irgendwas im Argen. Ui. Da, das da, diese fortschreitende Vernichtung scheint die WOW zu sein. Dieser allgemeine, okay, kein Licht. Diese allgemeine Stationskontrolle. Gott, quasi. Stationsgott. Oh, ihr Lieben, ich bin wirklich, wie gesagt, ein paar Tage jetzt nicht wegen Arbeit und so. Aber kaum wieder hier drin. Oh, das ist unglaublich. Das ist echt unglaublich. Ob ich jemals eine Antwort... I know it looks bad, but it makes me feel a lot better. Helps me focus. That's the WOW you're hooking up to. Uh-huh. I need it, okay? I wouldn't have made it this far without it. Let's just keep going.
Okay, also sind wir quasi Vaus Spion mit Armen und Beinen. Damit müssen wir uns abfinden. Aber habe ich doch richtig geraten, oder? Hm? Ja, klopft mir ruhig auf die Schulter und sagt, was für ein Vollidiot. So, Klappe auf, Tür zu. Ach nee, andersrum. Zack, weg mit dem Ding. Mach. Ah, schon wieder so dunkel. Oh, wie cool. Und zack. Aber somit haben wir wenigstens die Auflösung auch direkt bekommen zu meiner Frage, ob das die Wau ist oder Vermutung, dass das die Wau wäre. Ja. Schön wär's. Schön wär's. Alle vereint in der Arche. Puh, wir müssen eh alle sterben. Ich bin voll dabei. Ich vertraue Sarang und der Kontinuität. Oh, das ist aber echt cool. So. Gut geschützt. Wieder versteckt. Ja, das ist ja, wie wir mittlerweile wissen, in der Innenansicht der Arche. Auch Arche oder einfach nur Erinnerungen an bessere Zeiten? Mietzügettchen. Heidenei, Heidenei, Heidenei. Okay. Was ist das? Ich kann nicht entziffern, was da stehen könnte. Also Catherine hat anscheinend auch was dagegen, dass ich mich mit der Wau verbinde. Oh, okay. Ich denke mal, hier hat wirklich jemand etwas beendet. Die Beendigung seiner individuellen Daseinsform. Auch genannt Suicide. Selbstmord. Wir alle in der Ark. Die Sache ist doch, den Leuten muss doch klar sein, dass wenn sie zum Beispiel Kinder haben, einen Lebenspartner oder Haustiere, dann in der Ark bewusst werden, sie aber keine Haustiere, keine Kinder und keinen Lebenspartner mehr haben. Bingo. Wohin das führt? Sei mal einfach so dahingestellt und offen. Catherine? Deine Marionette Simon Jarrett ist im Moment ein wenig überfragt. Gut, wir haben die Räume durch, wir haben das durch, wir waren im Badezimmer. Hier kommen wir nicht rein in den Aufzugsschacht, ist vielleicht ja auch ganz günstig. Ah, stimmt. Wir hatten ja noch einen anderen Weg. Auch, ich glaube, mit einer Treppe und so. Müssen wir gleich mal schauen. Hier tut sich aber auch nichts. Hier waren wir schon drin, ja. Wir benötigen irgendwie irgendwas, um die Quarantäne abzuschalten, um mit diesem Dumbatz oder so ähnlich heißt dieses Schiff in die tiefsten Tiefseetiefen, da ist schon wieder so Pilotensitz, tiefsten Tiefseetiefen zu gelangen und da die Arche, die Arche, ja, zu betreten oder zu retten oder was auch immer. Ich sag nicht, ich soll mich da draufsetzen und soll mich mit dem verbinden. Habe ich jetzt also wirklich, ich möchte das alles nicht. This is where I did my scan. And all the others, I suppose. You don't remember? My scan was the first.
Had to test the scanner before I could start making promises. Ja, das, da hätte ich aber auch drauf bestanden. Wieder nur Grabbelkram. Okay. Strusky, come in. I need help in the lab, the scan room. What happened? Conrad killed himself after the scan. Jesus, how? Naser tool? What should I do? I'm gonna need to tell Strohmeyer. No, please! I'm so close. Strohmeyer's gonna shut down the ARC project. It's not my fault people keep killing themselves. Catherine, what are you gonna do? It's not like you can sneak a 300-pound body out of the lab. I know. Catherine, are you okay? Not even close. Bestätigt sich immer mehr, dass Catherine auf Biegen und Brechen auf jeden Fall ihr Projekt durchbringen wollte. Ich meine, ist ja irgendwie zu verstehen. Ist ja irgendwie zu verstehen, aber nee, nicht der Zweck heiligt die Mittel oder ich gebe Leichen oder so. Nee, 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 Freunde. Ah, I see. What? Check the terminal, I just want to make sure. Ja, nachher. Ich werde jetzt erstmal da drüben was checken. Ja, da haben wir sogar den ganzen Vorgang, also das ist cool. Naja. Wie gesagt, das Militär ist ja per VR schon in Drohnen unterwegs. Fehlercode 06 bla bla bla, keine Verbindung zum Hauptrechner möglich, bitte sehen. Okay, wir müssen also wirklich zuerst da drüben das Terminal checken, um irgendwas zu machen. Natürlich sind die da noch mit VR unterwegs, logisch. Und kein gescanntes Gehirn, aber wir haben ja schon biologische Einheiten im Rechner nachgebildet und können anhand derer Reaktionen diverse Sachen testen. Also so weit hergeholt ist das alles nicht. So, die Nanami-Struktur. Typ, komprimierter Naki, Neurograph, kontinuierliche Aufzeichnung, bla bla, Mittwoch 2014. Und wir sind 2015 in den Dingens. Bla 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 bla. Das war die Testperson. Burke. Mhm. Da. Ja, Jared, da sind wir. Sind das all die Vorhergegangenen? Sind das die zwei, drei, die wir schon gefunden haben? Und warum steht hier sogar David Manchi? Meine Herren. Japanisch, Kanadisch. Jetzt kommt Mr. Manchi, der Doktorand, der uns auf den Stuhl David gesetzt Manchi. Hat. How did this... What is this? Mhm. 2078 ist der gestorben. Und jetzt kommen wir zu uns. Kath, what is this? Why do you have a file of me? You are one of Dr. Munchie's templates. A legacy scan. Warte mal. Da muss ich doch jetzt mal auf mein Blöckchen gucken. Wir sind also 16 Tage nach dem Scan, 16, 17 Tage nach dem Scan, halben Monat nach dem Scan, sind wir gestorben. Okay, that's it. Wow, that was fun. That's a relief. Still figuring this out, so. It's freaky. So many lights. What do we do now? Paul and I are gonna run tests for a week or so, then we'll work out a roadmap to your recovery. Well, I feel excited. Can't wait to get back to the living. We've worked everything out. Everything is legal. Vouched for by Dr. Peak and Professor Wei. Oh, that's great news.
No big change in medication. You'll be taking an aspirin every morning, but that's about it. Paul worked out a diet with some variations you should try out. You can continue doing physical therapy. Also, there's some extra cardio training every other day. Okay, getting complicated. Don't worry, it's really not. We're gonna keep an eye on you every week, so we'll be able to adjust the plan if needed. The model was sound. It should have worked. It's not your fault, David. I really wish things had turned out differently. Yeah, me too. I was supposed to save you. Hey, you got my brain on file. Maybe you can put it to some use. Yeah, who knows? You'd be okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something. Like a donated organ. You know what sucks about dying? What? The crash. Everything up till now, the brain damage, you guys, everything. It's made my life so much more real. I started thinking about all the things I was going to do. I'd never been more excited to be alive. All that hope. Wasted. Und mit diesen letzten Worten von uns selber, Simon Jarrett, verabschiede ich mich von dieser Folge und von euch. Ihr habt euch wohl und tschüss.